nicht Freunde der Sonne. Auf diesem Kanal sind wir Freunde der Sonne, aber wir sind keine Freunde des Klimawandels. Heute klären wir 5 Missverständnisse über den Placebo-Effekt. Das Zeug ist nicht nur 100% Instagrammable. Das Zeug wirkt. Nein, deswegen cheers. Politik sollte eben alle gleich behandeln. Und danach sieht es momentan nicht aus. Das zeigt auch eine repräsentative Umfrage. Warum wird so etwas gemacht? Ihr seht also, es ist wahnsinnig kompliziert. Lass uns darüber sachlich diskutieren. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage. Die Italiener wehren sich praktisch mit Händen und Füßen, diese Menschen aufzunehmen. Erstens, okay, der ist schwarz, deine Eltern sind geflüchtet. Wie kann so einer eine AfD sein? Die Suche geht weiter. Ja, der Gewinner in der Kategorie Best of Information ist hier. So, und er heißt Steuerung F. Das ist sie. Vielen Dank, ja. Wen hast du alles mitgebracht? Das ist das ganze Team? Naja, das ganze Team ist ungefähr, wie viele Leute sind wir? 50 Leute vielleicht oder sowas? Insgesamt, deswegen sind wir natürlich... Du bist Gunnar, leider ne? Nicht, ich bin Gunnar, ja. Hey, Gunnar. Wir sind nicht alle da, deswegen, ja. Aber ihr freut euch für alle. Aber mit, ne? voll toll, auch gerade gegen die tolle Konkurrenz. Also Mirko und MyLab, ey. Wir hätten es nicht gedacht, gerade ganz witzig, wir sind bei den Proben gerade. Wurde uns nicht gesagt, wie wir auf die Bühne gehen sollen, wenn wir gewinnen. Und wir haben mit ganz vielen Leuten gesprochen, denen gesagt wurde, okay, wenn ihr gewinnt, dann geht ihr da. Deswegen haben wir überhaupt nicht damit gerechnet, ja, dass wir halt gewinnen. Ihr guckt halt wie Germany's Next Topmodel. Ne? Ihr seid ja immer nur journalistisch unterwegs. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, aber was jetzt mal so ohne Flachs nochmal, was interessiert euch als Journalisten? Warum interessiert euch YouTube als Plattform? Oh, das kann vielleicht meine Kollegin Salo vielleicht besser machen. Du bist da. Die auch, ja. Okay. Ich wollte noch kurz einordnen. Also, es ist ja so, YouTube ist ja nicht gerade der natürliche Lebensraum für Journalismus. Und wir versuchen halt ein Stück weit so Biosphärenreservat zu erobern. Und das Tolle ist, ich glaube, es geht. Und das absolut Tolle ist, was wir als Erfahrung machen, dass die Leute Journalismus wollen. Und die erkennen ganz genau, was ist journalistisch und was ist die Simulation davon. Und das ist eigentlich sehr schön, das zu erleben, dass wir eben doch einen Platz finden auf dieser Plattform. So, jetzt wollen wir noch eine Frau kurz zu Wort kommen lassen. So. Riesenfreude, ne? Ja, ganz kurz noch die Themen, die ihr aussucht. Macht ihr das im Team? Ist das schwierig oder ist einer sozusagen der Player, der Anführer? Ich finde es überhaupt nicht schwierig. Wir machen es immer im Team und wir haben total viele mega coole Autorinnen und Autoren, die uns quasi überschütten mit guten Geschichten. Sehr schön. Dann plus? Viele Themen kommen auch aus der Community. Also macht weiter auch so. Wichtig, ne? Also, dann herzlichen Glückwunsch. Feiert schön und das war euer Preis. Steuerung F. Die nächste Kategorie musste ich mir ungefähr 5-mal durchlesen, bis ich verstanden habe, dass es nichts mit der Feuerwehr zu tun hat. Es geht natürlich um Best Brand.